Scheiße. Ja, definitiv Stage Select. Versuche ich es mal mit Grenade Man. Vielleicht kriege ich den ja besser hin. Ich hoffe es irgendwie. Na ja, wollen wir mal schauen. Okay, an diese Stage weiß ich jetzt gar nicht mehr, was mich hier nochmal erwartet. Oh je. Das sieht mir gerade so fremd aus, ehrlich gesagt. Das sieht mir alles ein bisschen fremder aus, dadurch, dass es ja ein 8-Bit jetzt ist. Anstelle von 32-Bit, wie es ja sonst eigentlich ursprünglich ist. Okay. Oh, oh, ja, ja, diese Scheißmine gibt's hier auch noch. Achso, ich kann hier nicht runterfallen, okay. Das sah jetzt sehr interessant aus mit dieser Schraube, deswegen wollte ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Ah, okay, wir können diese Dinger hier zerstören. So war das, okay. Gut zu wissen. Wenn wir diese, oh, scheiße, Dinger zerstören können und somit keinen Boden mehr haben. Wie soll ich das jetzt bitte überleben? Soll ich mal mit Ball versuchen? Ich glaube, so mit normalen Sprung komme ich da nämlich nicht rüber. Okay, das war jetzt scheiße. Ah, okay, wenn ich hier auf... Okay, das Grüne ist also die Rettung. Sehr gut. Wenn ich da wenigstens noch überleben kann, ist das schon mal sehr schön. Aber ich will gucken, dass ich die nächsten Robot Master besiege. Okay, hier muss ich jetzt wahrscheinlich... Genau. Ich muss diese Dinger zerstören. Und diese großen Dinger sind wahrscheinlich so hart, dass sie mich zerschmettert hätten können. Ich mache natürlich mal wieder den größten Fehler. Aber ich stehe wieder sicher. Okay, da sind böse Stacheln. Ja, sofortige Todesstacheln. Wo ich nicht reinfallen will. Yay, wir haben einen Countdown. It's a final Countdown. So, jetzt darf ich mir aussuchen, welchen Weg ich gehe. Es gibt aber nur einen Weg. Weil von links hätte ich wahrscheinlich irgendwo kommen können, wenn ich einen Geheimweg gefunden hätte. Ich weiß aber jetzt nicht, wo der war. Den muss ich wohl irgendwo verpasst haben. So. Wollen wir mal weiter schauen. Wow. Diese Raketen sind fies. Diese Torpedos. Ja, Raketen oder Torpedos, das kann beides sein. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall beim nächsten Zwischenboss. Was ist beim nächsten Zwischenboss? Wir sind doch nicht beim Zwischenboss. Oder? Doch, hier kommt einer. Wow. Es ist ein Müllglubschauge. Junkman lässt grüßen. Naja, so in etwa. Oh, es ist nur ein bisschen beschissener. Okay, ja, natürlich. Da kann ich auch sehr gut ausweichen. Müllklubschi. Okay, wie soll ich den jetzt am besten treffen? Am besten, wenn er runter geht. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht, vor allem. Wie soll man das am besten... Okay, der geht nur links oder rechts. Okay, gut zu wissen. So, sehr schön. Schieß deinen Müll auf mich und lass ihn nicht treffen. Und dann bist du wieder links. Sehr gut, das kann man sich sehr gut einprägen. So, aber jetzt muss ich erstmal wieder seinen Müll ausweichen. Das ist eigentlich nicht besonders schwer. Man muss sich nur halt voll drauf konzentrieren. Dann kriegt man es auch eigentlich hin. Wenn man den nicht so blöd anstellt wie ich. Okay. Okay, okay. Oh, verdammt. Wie viele Treffer hält er noch aus? Ich bin bei Tod, wenn das so weitergeht. Okay. Langsam und behutsam. Langsam und behutsam. Und nicht so viele Fehler machen. So, wir haben ihn. Dann würde ich sagen, Checkpoint habe ich erreicht. Na Gott sei Dank, Leute. Da bin ich schon mal etwas erleichtert. Dieser Hammer macht mir Angst. Zumindest in 8-Bit. Man sieht irgendwie so aus, als würde der noch nicht mal in den Hintergrund gehen. Wenn man sich das mal so ansieht. Na egal. Okay. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich das hier am besten jetzt mache. Ich würde sagen, ich hole am besten Energie, wenn die Firma hier Energie hinterlassen. Dann hole ich mir das erstmal. Hier kann man wirklich sammeln. Hier kann man fleißig warten und sammeln. Okay, so ist gut. Oder können wir auch gerne Leben abgeben. Leben nehme ich auch gerne. Aber die hinterlassen gerade leider nur... Ja, Waffenenergie. Also das, was ich momentan irgendwie gar nicht gebrauchen kann. Die hinterlassen wirklich nicht das, was ich haben will. Na komm schon. Gib mir etwas Nettes. Ach, das dauert mir zu lange jetzt gerade mit diesen Viechern. Dann würde ich sagen, versuche ich es einfach mal so. Na, vielleicht habe ich in dem Fall mehr Glück. Ach, vergesst es, Leute. Das dauert zu lange. Ich will meine und eure Zeit in dem Fall nicht verschwenden. So. Okay, jetzt ist die Frage, wie komme ich an diese Schraube? Dafür brauche ich auf jeden Fall eine bestimmte Waffe. Thunderclaw ist es auf jeden Fall nicht. Und da oben ist auch nur Waffenenergie, die... Auf die kann ich auch gut verzichten.
Okay, aber ich könnte trotzdem mal wieder Energie gebrauchen, sonst bin ich gleich wieder Geschichte. Oh. Brauche auf jeden Fall irgendwas Feuerartiges hier. Oder mein Tod. Das Ding kam jetzt aber auch wirklich fies da hinaus. Aber gut, ich starte hier. Der Grenade Man Stage ist wirklich schon heftig. Naja, ich hatte auch nur noch wenig Energie, da war es jetzt schon etwas problematischer für mich. Muss ich ja echt dazu sagen. So, und drüber. Na, scheiß auf diesen Wurm, den brauche ich gar nicht. Ja, diese Bossfledermäuse sind auch fies. Normalerweise gibt es diese Fledermäuse in Mega Man 2 erstmals. Und hier haben sie eine Bohrtechnik entwickelt. Wow. Scheiße. Ach, Torchman-Viecher gibt's auch wieder. Ich meine Fireman, nicht Torchman. Das ist gerade nicht passiert. Ah, na toll. Jetzt kann ich echt nur beten, dass Grenade Man gleich hinhaut, oder dass ich irgendwie irgendwo noch ein Leben kriege. Aber die Gegner sind in dem Fall nicht so gnädig momentan. Na, ich will trotzdem mal gucken, was ihr noch für mich habt. Überhaupt nichts. Weder Energie, weder Leben, weder sonst noch irgendetwas. Da muss ich halt ohne zurechtkommen. Und tschüss, Fledermaus. Und du kannst eigentlich auch schon mal verabschieden. Oh Mann. In diesem Spiel muss man echt einiges durchmachen. Also die Level sind an sich schon etwas knifflig geworden. Wenn man dementsprechend nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Okay. Ich verstehe schon. Ihr wollt mich hier gerade ärgern. Ah, Mann. Dass ich das Vieh aber auch immer wieder da vergesse, ist schon peinlich. Ah, ich merke schon, ich werde alt. Alt und gebrechlich und vergesslich. Und das sind die Nebenwirkungen davon. Na gut, hier brauche ich ja keine Angst haben, hier kann ich ja nicht runterfallen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen, auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall auch wieder vergessen gehabt. Dass man das kann. Da einfach mal drauf gehen. Wie gesagt, in dieser Bitform ist einiges schon sehr fremd. So, und... Ah, scheiße, ich muss hier einfach weiter. Wir müssen auf jeden Fall so weit schaffen, dass wir zum Zwischenboss kommen. Den muss ich dann nur noch besiegen. Na, ich bin jetzt ein Checkpoint sicher. Dann darf ich auf jeden Fall nicht nochmal die dummen Fehler machen. Die ich vorhin einmal gemacht habe. Ah, dieses Vieh ist aber auch wirklich lästig gewesen. So, und bye bye. Boah, ich kann diese Schraube mal mitnehmen. Wie viel habe ich eigentlich schon? 95. Dafür kann ich mir auf jeden Fall schon ein paar Sachen kaufen. Das werde ich auch machen, wenn ich die Gelegenheit habe. Sprich, wenn ich dieses Level hier überleben sollte. Auch wenn ich es nicht überleben sollte. Okay, jetzt leider. Dieser Granatenwerfer ist echt böse. Granatenwerfer Joe. So, ja, klasse. Leck mich doch. So, wir sind gleich da beim Zwischenboss. Dann muss ich den jetzt nur noch versuchen zu überleben. Mit dem bisschen Energie wird das schon etwas knifflig, wobei der wirklich nicht schwer ist. Eigentlich. Okay, jetzt kommt wieder Dreck. Müll. Oh, wunderbar. Okay, das war scheiße. Egal, ein paar Treffer habe ich landen können, das reicht mir auf jeden Fall. So. Wieder mit dem Müll. Und jetzt nimm das. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin, Leute. Mit etwas Geduld. Und viel Können und viel Scheitern und viel... Ah, wenn ich so weitermache, kriege ich das nicht hin. Noch ein Treffer und ich bin Geschichte. Okay, Konzentration. Das kriege ich auf jeden Fall noch hin. So. Ja, wir haben ihn noch. Oh, mit 3 Energie. Das war jetzt aber wirklich sehr knapp und gewagt. Aber ich hab's geschafft. Mal schauen, wie lange ich jetzt noch überlebe. Aber bestimmt nicht allzu lange. Okay, ich würde sagen, ich gehe einfach mal abwärts. Die geben wirklich gar nichts. Diese Raupen hier. Die sind wirklich für nichts gut. Das war mir jetzt egal. Gut, versuche ich es jetzt mal mit mehr Energie. Und ich versuche mich gleich bei diesem Ding da vorne nicht nochmal umbringen zu lassen. Das ist auf jeden Fall mein oberstes Ziel. Wenn ich das schaffe, dann bin ich schon zufrieden. Ja gut, das war jetzt sehr dumm, dass ich schon so früh abgeschossen habe. So, weg. Okay, sehr schön. Jetzt können wir endlich hier weiter. Wir können diese Gegner weiter ärgern. Oh Mann.
Wenn ich mal überlege, dass diese Mega Man-Spiele wirklich nach und nach wirklich immer leichter wurden. Also dieser Teil ist an sich wirklich auch nicht allzu schwer. Jetzt muss ich mich beeilen. Okay, muss ich doch nicht. Wie gesagt, nach und nach finde ich wirklich schon die Mega Man-Teile wirklich leichter geworden. Ich bin zwar auch erst sehr spät auf die Mega Man-Teile gestoßen, dadurch, dass ich mit denen nicht aufgewachsen bin, wie manche Leute. Ich bin auch erst wirklich sehr spät auf die Mega Man-Teile gestoßen. Aber dann habe ich es auch nach und nach einmal durchgespielt. Und im Prinzip haben die wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und mitunter finde ich Teil 3 wirklich am genialsten. Also Mega Man 3 gehört wirklich zu meinem Lieblingsteil. Mitunter. Der hat mir wirklich am besten gefallen, dadurch, dass es auch wirklich etwas länger ist und die Melodien... Das war wirklich klasse an dem Teil. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr und auch Teil 2 finde ich sehr gut. Ja, wie gesagt, nach Teil 3 wurden die Mega Man-Teile schon sehr leicht. Wenn ich mal überlege, Teil 4 ist wirklich kaum noch eine Herausforderung, Teil 5 war leicht. Und Teil 6 brauche ich gar nicht erst von reden. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier hinkriege. Boah, bloß nichts von nichts hier umbringen lassen. Ich wusste gerne, wie ich am besten lebend an diese Energie kommen soll. Ich lasse es lieber. Ich will ja nur noch durch. Ich krieg diese Stage nicht hin, Leute. Ich bin zu blöd hierfür. Gut, dann würde ich sagen, mache ich doch lieber eine andere. Dann mache ich erstmal die Frostman Stage. Vielleicht kriege ich die ja hin. Frostman ist an sich ja eigentlich nicht schwer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Am besten wäre es ja, wenn ich Grenade Man hätte, aber... Oh nein, das ist dieses Level. Na gut, wenigstens wird das in der Bit-Version nicht geben. Jump, jump, slide, slide! Müssen wir hier Gott sei Dank nicht hören. Nein, wir müssen hier einfach nur heile durchkommen. Und trotzdem dieses Ausweich-Minispiel wahrscheinlich machen. Ja, mal gucken, wie ich mich hier schlagen werde. Jetzt geht's erstmal aufwärts. Wir dürfen Fahrstuhl fahren und die Fledermäusen ausweichen. Und wir kriegen ein Leben geschenkt. Na, wenigstens sind die wenigstens gnädig. Anders als die Würmer. Die mir gar nichts geben. Und die kriegen wir die Eier. Jetzt sind wir hier. Jump, jump, slide, slide. Oh Gott, jetzt wird's schnell. Ah, scheiß Gegner. Naja, jetzt haben sie es in 8-Bit-Manier. Gemacht. Wie geil. Das ist ziemlich cool. Freunde, das hört sich sehr interessant an. Muss ich schon sagen. So. Weg hier, weg hier, weg hier. Jump, jump. Oh Gott. Noch mehr Jump. Ja, klar. Ja, toll. Domino Day oder was? Scheiße. Ist mir gerade zu hektisch, dieses Level. Ah, oh, Mensch. Okay. Wunderbar. Ich versuche mich jetzt gerade zu konzentrieren, ob irgendwas Böses noch kommen kann. Ich will nämlich diesen Abschnitt überleben. Dann bin ich nämlich schon zufrieden. Auch wenn ich dafür Energie schon verloren habe, ist mir scheißegal, als wenn wir schneller. Jetzt ist gut. Oh Gott, ja, so viel springen. Da wird man verrückt in der Originalversion. Jump, 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 slide, slide. Da kommt man gar nicht mehr klar. Ich sehe nichts mehr. Okay. Okay, ich würde sagen, das Spiel ist abgestürzt. Ich kann auf jeden Fall jetzt nichts mehr machen. Yay, Leute. Das Spiel ist beendet. Wir haben es durch. Ah, klasse. Ja, dann würde ich sagen, muss ich das Spiel nochmal neu starten und nochmal bis zu dieser Stelle spielen, weil... Das geht ja echt nicht. Toll, dann schaffe ich das auf Anhieb oder sowas. Na gut, Leute, wir sehen uns gleich nochmal wieder auf jeden Fall. Sofern diese Stelle überhaupt machbar ist. So Leute, es hat tatsächlich diesmal geklappt. Allerdings ist das einzige Problem dadurch, dass ich es jetzt geschafft habe. Ich habe nur noch dieses eine Leben. Ha, toll. Aber wenigstens habe ich die Jump-Jump-Slide-Slide-Passage mal überstanden. Ohne dass das Spiel dabei abstürzt. Warum auch immer das vorhin abgestürzt ist, ich habe keine Ahnung. Ich musste sogar den PC neu starten, weil nichts mehr ging. Durch diesen Absturz. Also der hat wirklich alles lahmgelegt quasi. Das ist wirklich schon Wahnsinn. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt wirklich besser läuft. Also, dass jetzt nicht nochmal so ein Absturz kommt. Ja, wollen wir jetzt einfach mal weitergehen und mal gucken, ob wir wenigstens... Ja, wir kommen zum Boss, aber... Bei dem werde ich nicht lange überleben mit diesen Einleben.